Warum passt das Histogramm so schön zur roten Kurve? Das liegt am zentralen Grenzwertsatz, der nicht nur für das Galgenbrett, sondern auch für viele weitere Situationen anwendbar ist. Zum Beispiel, um auszurechnen, wie viele BewerberInnen zu einem überlaufenden Studiengang zugelassen werden sollten. Oder für den Bergbahntoni. Servus miteinander, Backmas, auf geht's! Moderiert wird das Ganze von Frau Doh und dem Mathematikprofessor Wolfgang Bischoff. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Bischoff und heute habe ich Verstärkung mitgebracht. Neben mir steht Lahn, sie studiert Wirtschaftsmathematik bei uns hier in Rosenheim und wird dir zusammen mit mir den schönsten Satz der Stochastik, den zentralen Grenzwertsatz, vorstellen. Ich verstehe zwar nicht, wie ein mathematischer Satz schön sein kann, aber manchmal spinnt der Herr Professor hart ein bisschen. Jedenfalls ist es ein Satz, zu dem es viele Anwendungen gibt und der viel mit schönen Glockenkurven zu tun hat. Deswegen wollen wir dir den Satz erklären. Naja, natürlich gibt es Anwendungen und Glocken sind hübsch anzuschauen. Aber das Hübscheste ist die Aussage des Satzes. Stell dir vor, du hast eine große Menge von Zahlen, die durch einen zufälligen Vorgang entstanden sind. Wie zum Beispiel Würfelergebnisse oder die Körpergröße von Menschen, die du zufällig ausgewählt hast. Wenn du jetzt die Summe oder auch den Durchschnitt bildest, liefert dir der Satz einen Bereich, in dem diese Summe üblicherweise landet. Und einen etwas größeren Bereich, in dem die Summe mit großer Wahrscheinlichkeit landet. Und einen etwas noch größeren Bereich, in dem die Summe so gut wie immer landet. Der Satz macht also eine Aussage über die Verteilung der Summe auf dem Zahlenstrahl. Besonders die Deutschen sind stolz auf diesen Satz, weil er eng mit einem der Megastar der Stochastik, nämlich Carl Friedrich Gauss, zusammenhängt. Früher war der Gauss auf dem 10-Mark-Schein abgebildet, und zwar zusammen mit der Glockenkurve, die auch internationale Kraft der Gauss-Funktion genannt wird. Gleich im Anschluss an das Intro zeigen wir dir den Hammersatz der Stochastik. Und ganz am Ende zeigt unser Freund, der Bergbahntoni, wie er mit dem zentralen Grenzwertsatz Geld verdient hat. Es lohnt sich. Bleib dran! Als Motivation für den zentralen Grenzwertsatz starten wir mit der Simulation eines Goltenbretts. Ein Goltenbrett besteht aus Hindernissen, die in einem dreieckigen Gitter angeordnet sind. Wir lassen nun eine Kugel von oben herunterfallen. An jedem Hindernis prallt die Kugel zufällig nach rechts oder links ab. In unserem Beispiel prallt sie erst nach links, dann nach rechts und dann nochmal nach rechts ab und so weiter. Wenn die Kugel unten angekommen ist, landet sie in einem Fach. In unserem Beispiel im Fach 7, weil die Kugel gleich oft nach links und nach rechts abgeprallt ist. Und zwar jeweils 7-mal. Die Endpositionen der Kugeln werden in einem Histogramm festgehalten. Nun lassen wir die nächste Kugel durch das Goltenbrett fallen. Sie landet in Fach 9, weil sie nur 5-mal nach links und 9-mal nach rechts abgeprallt ist. Das Ergebnis halten wir wieder im Histogramm fest. Genauso machen wir es mit den nächsten 28 Kugeln. Zum Schluss skalieren wir die Y-Achse auf ein Maximum von 25%, damit wir das Histogramm besser sehen können. Die rote Kurve stellt die Dichtefunktion einer Normalverteilung dar. Jetzt fragst du dich sicher, warum das Histogramm so schön zur roten Kurve passt. Dazu überlegen wir uns zunächst, dass man sich die Endposition einer Kugel als Summe von 14 zufälligen Münzwürfen vorstellen kann, wobei auf der einen Seite der Münze 1 steht und auf der anderen 0. Schauen wir uns dazu nochmal die erste Kugel an. Wenn wir ein Abprallen der Kugel nach links als Münzwurf auf 0 und ein Abprallen der Kugel nach rechts als Münzwurf auf 1 interpretieren, entspricht die Summe der Münzwürfe genau der Endposition. Endposition 7 bedeutet also, dass wir genau 7 mal 1 geworfen haben. Mathematisch ausgedrückt ist die Endposition die Summe von 14 Bernoulli verteilten Zufallsvariablen. Genau damit beschäftigt sich der zentrale Grenzwertsatz.
Für unser Goldenbrett-Beispiel sagt er aus. Zählt man die Ergebnisse der 14 Münzwürfe, die unabhängig voneinander in der gleichen fairen Weise durchgeführt wurden, zusammen, so ist die Summe und damit die Endposition der Kugel ungefähr normal verteilt mit dem 14-fachen Erwartungswert und der 14-fachen Varianz der Bernoulli-Verteilung. Der Erwartungswert der Bernoulli-Verteilung mit 50% Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 0,5 und die Varianz 0,25. Die rote Kurve ist die Dichtefunktion der entsprechenden Normalverteilung aus dem zentralen Grenzwertsatz. Mit Erwartungswert 14 mal 0,5, das ist 7, und Varianz 14 mal 0,25, das ist 3,5. Deswegen passt die Kurve so gut zum Histogramm. Der zentrale Grenzwertsatz gilt aber nicht nur für unser Goldenbrett und die Bernoulli-Verteilung, sondern unter viel allgemeineren Voraussetzungen. Zunächst mal können wir die 14 durch eine beliebige Versuchsanzahl klein n ersetzen und die Erfolgswahrscheinlichkeit 50% durch klein p. Je größer die Versuchsanzahl ist, umso besser wird die Näherung durch die Normalverteilung. Die BWLer sagen, dass man die Näherung durch die Normalverteilung für n größer gleich 30 benutzen darf. Die Wirtschaftsmathematiker sagen, dass die Näherung bei Bernoulli verteilten Zufallsexperimenten für n mal p und n mal 1 minus p jeweils größer gleich 5 brauchbar ist. Und die reinen Mathematiker wissen, dass die Verteilung der Summe bei unendlich großer Versuchsanzahl einer Normalverteilung entspricht. Außerdem kann man den zentralen Grenzwertsatz nicht nur auf Münzwürfe anwenden, sondern auch auf Würfelergebnisse, zufällig ermittelte Körpergrößen, Blechschäden und auf fast jede beliebige andere Verteilung. Und das finde ich schon einen ziemlichen Hammer. Wie können wir nun den zentralen Grenzwertsatz im wahren Leben anwenden? Nehmen wir mal an, du arbeitest im Studienamt der TH Rosenheim und musst dir überlegen, wie viele Studenten zu einem zulassungsbeschränkten Fach zugelassen werden sollen. Zum Beispiel zu BWL. Da gibt es, sagen wir mal, 200 Studienplätze, aber 1000 BewerberInnen. Aus langer Erfahrung weiß die TH Rosenheim, dass nur 25% der BewerberInnen einen angebotenen Platz auch annehmen. Wie viele BewerberInnen soll man zulassen, wenn man zu 97,5% verhindern will, dass mehr als 200 kommen? Um diese Frage zu beantworten, bezeichne S die Anzahl der zugelassenen BWL-BewerberInnen, die ihren Platz auch wirklich annehmen, also die Anzahl der zukünftigen BWL-Erstsemester. Wenn wir mit N die Anzahl der zugelassenen BewerberInnen bezeichnen, lässt sich S als die Summe von n Zufallszahlen schreiben, von denen jede mit Wahrscheinlichkeit 25% 1 ist, das heißt die Bewerberin kommt auch wirklich, und mit Wahrscheinlichkeit 75% 0. Man sagt, die Zufallszahlen seien Bernoulli verteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit p gleich 25%. Der Erwartungswert von solchen Zufallszahlen ist p, also 0,25. Und die Varianz p mal 1 minus p, das ist 0,1875. Nach dem zentralen Grenzwertsatz gilt dann für große n, dass die Anzahl der BWL-Erstsemester annähernd normal verteilt ist, mit Erwartungswert μ gleich 0,25 mal n und Varianz sigma Quadrat gleich 0,1875 mal n. Um zu bestimmen, wie viele BewerberInnen zugelassen werden können, verwenden wir eine Eigenschaft der Normalverteilung. Für jede Normalverteilung, egal mit welchen Parametern, gilt, dass normal verteilte Werte zu ca. 97,5% kleiner oder gleich dem Erwartungswert μ plus zweimal die Standardabweichung sigma sind. In unserem Fall ist der Erwartungswert μ gleich 0,25 mal n, die Varianz 0,1875 mal n und die Standardabweichung die Wurzel daraus. Weil wir zumindest 97,5% maximal 200 Erstsemester haben wollen, muss die 200 rechts von μ plus 2 mal sigma sein, also irgendwo in diesem Bereich. Das heißt, es muss 200 größer gleich μ plus 2 mal sigma gelten. Setzt man die bekannten Werte für den Erwartungswert und die Varianz ein, erhält man die Bedingungen ganz oben im Bild. Zeichnet man die rechte Seite dieser Ungleichung mit f von n und zeichnet den Graph von f,
kann man ablesen, bis zu welcher Anzahl n an BewerberInnen die Bedingung erfüllt ist. Man betrachtet dazu den Wert 200 auf der y-Achse und zeichnet dort eine Horizontale bis zum Schnittpunkt mit f ein. Zeichnet man nun das Lot auf die x-Achse und zoomt ein wenig an den Schnittpunkt heran, sieht man, dass die Bedingung für n kleiner gleich 707 erfüllt ist. Da das Studienamt zudem möglichst viele der 200 Studienplätze belegen möchte, sollten 707 zugelassen werden. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn man genau 707 BewerberInnen zulässt. Wir führen für jede der 707 BewerberInnen ein Zufallsexperiment durch, das mit Wahrscheinlichkeit 25% 1 sagt und damit die Annahme der Zulassung und mit Wahrscheinlichkeit 75% 0 und damit die Ablehnung der Zulassung. Es ergibt sich, dass 173 BewerberInnen die Zulassung annehmen, was deutlich unter 200 liegt und keine Probleme bereitet. Aber das Ergebnis hängt natürlich vom Zufall ab. Deswegen simulieren wir die Situation insgesamt 100 Mal und schauen, was passiert. Nach 100 Simulationen ist zweimal eine Überbuchung aufgetreten. Eine Überbuchung ist also ein seltenes Ereignis. Genau so, wie es die Theorie vorhergesagt hat. Jetzt wirst du natürlich wissen, wie man so einen lästigen Satz wie den zentralen Grenzwertsatz beweist. Bewirb dich dazu für ein Studium der Wirtschaftsmathematik an der TH Rosenheim. Ich freue mich darauf. Also mich haben die Beweise nicht so sehr interessiert. Mir geht es um die Beispiele aus dem Versicherungsbereich. Und dabei wirst du merken, dass du beim Schätzen und Testen mit dem zentralen Grenzwertsatz zu tun hast. Zu Beginn haben wir versprochen, dir zu zeigen, wie man mit dem zentralen Grenzwertsatz Geld verdienen kann. Ein bisschen musst du dabei aber mithelfen. Wir schalten zum Toni, der eine Bergbahn am Fuße des Wendelsteins gleich in der Nähe von hier betreibt. Servus untereinander, packen wir's, auf geht's! Kannst du mir vielleicht helfen? Ich weiß nämlich nicht genau, wie viel Leute ich noch einlassen darf. Die Gondel darf nicht mehr als 2100 Kilo wiegen, sonst muss ich alle wieder zurückpfeifen. Das geht jetzt mal ein Mordsgeschiss und ich muss auch noch 100 Euro für den Ausfall zahlen. Da verdiene ich ja gar nichts mehr. Das heißt, ich muss vorher herausfinden, wie viel Leute ich in die Gondel einlassen darf, ohne dass es schwer wird. Und vielleicht während der Fahrt noch runterfällt. Ich meine, ich bin zwar erfahrener Bergbahnbetreiber und weiß, dass meine Passagiere im Mittel 70 Kilo wiegen und dass der allerdickste, der jemals bei mir mitgefahren ist, ein Ami aus Texas war, der sage und schreibe 210 Kilo gewogen hat. Und außerdem, weil ich ausgefuchster Hund bin, weiß ich auch noch, dass die übliche Abweichung so 20 Kilo sind. Damit meint der Bergbahn-Toni die Standardabweichung. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute ich noch in die Gondel einlassen soll, damit je Fahrt den größten Gewinn machen kann. Und nicht und drauf sein muss. Kannst du mir da bitte helfen? Du bist doch eh einmal Taschenrechner studieren, oder? Ah ja, und wichtig ist auch noch zum Wissen für die, dass mir eine Fahrt 200 Euro für den Betrieb kostet. Was meinst du? Wie viele Passagiere sollte Toni in die Bergbahn lassen, damit er auf lange Sicht einen möglichst hohen Gewinn erwirtschaftet? A. 10 Passagiere, damit er ganz sicher keine Rückholaktion starten muss. B. 30 Passagiere, weil dann im Erwartungswert alle reinpasst. C. 20 Passagiere, weil das so schön zwischen 10 und 30 liegt. Oder D. 27 Passagiere, weil das nach dem zentralen Grenzwertsatz am besten ist. Es gilt den Gewinn, das sind die Einnahmen minus die Ausgaben, zu maximieren. Mit den Abkürzungen N für die Anzahl der Passagiere, die der Toni reinlässt,
und klein p für die Wahrscheinlichkeit, dass die Fahrgäste höchstens 2100 Kilogramm wiegen? Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bahn starten darf. Mit diesen Abkürzungen lässt sich der Gewinn schreiben als Was ist der Gewinn, den der Toni macht, wenn er losfährt mit N Personen? Und das hier ist der Verlust, den er macht, wenn er nicht fahren kann, weil die Fahrgäste zu schwer sind. 100 Euro. Da die Summe der Gewichte normal verteilt ist mit Erwartungswert 70 mal N und Varianz 400 mal N, lässt sich der Gewinn in Abhängigkeit von N berechnen. Mit R schreibe ich eine Funktion, mit der Toni seinen mittleren Gewinn in Abhängigkeit der Passagiere, die er reinlässt, ermitteln kann. Zunächst berechnen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bahn starten darf. Dafür verwenden wir, wie vorher erklärt, die Normalverteilung. Diese Wahrscheinlichkeit geben wir aus und berechnen danach den mittleren Gewinn bei einer Fahrt. Wenn die Bahn starten kann, was mit Wahrscheinlichkeit P eintritt, nimmt der Toni je Fahrgast 10 Euro ein und hat 200 Euro Betriebskosten. Kann er wegen Überlast nicht starten, was mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P passiert, muss er einen Verlust von 100 Euro tragen. Ruft man die Funktion für 10 Passagiere auf, ist P gleich 1. Die Bahn kann also sicher starten, weil 10 Fahrgäste sicher weniger als 2100 Kilogramm wiegen. Toni nimmt 100 Euro ein, muss aber 200 Euro Betriebskosten zahlen, sodass er einen Verlust von 100 Euro macht. Auch bei 20 Passagieren startet die Bahn noch sicher. Er nimmt 200 Euro ein und gibt 200 Euro aus, was sich ausgleicht. Die ausgegebene Zahl ist quasi null. Der minimale Verlust kommt daher, dass es eine winzige Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die Bahn nicht startet. Bei 30 Passagieren, die im Mitteljahr genau 2100 Kilogramm wiegen, kann die Bahn nur noch in der Hälfte der Fälle starten. P ist 0,5. Wenn sie starten kann, macht Toni 100 Euro Gewinn. Wenn nicht, 100 Euro Verlust, was insgesamt im Mittel wieder 0 ergibt. Zeichnen wir uns die ermittelten Gewinne in einer Grafik auf, sieht man, dass der mittlere Gewinn bei 27 Fahrgästen am höchsten ist. Toni sollte also 27 Passagiere zusteigen lassen. Dann fährt die Bahn zu 98% und Toni macht die Fahrt den größten Gewinn, nämlich 66 Euro. Jetzt habe ich 27 drin und das Gewicht passt auch noch. Das sind 70 Euro für mich. Wenn du jetzt meinst, dass es nur Zufall war, dass das Gesamtgewicht unter 2100 Kilogramm blieb, dann pass mal auf, was passiert, wenn ich an der Zeitachse drehe und die Bahn 100 Mal fahren lasse. Jetzt ist passiert. Jetzt haben wir die Gondel überlast und das kostet mir 100er. Alles außer. Alle aufsteigen bitte. Mit 27 Personen habe ich bei 100 Fahrten die Gondel nur zweimal überlast. Die Summe? Die passt mir doch. Ohne zentralen Grenzwertsatz hätten wir uns vielleicht für 20 Passagiere je Fahrt entschieden und statt 66 Euro Gewinn je Fahrt überhaupt keinen Gewinn erzielt. So, das war's. Wenn du keinen Film unseres Kanals mehr verpassen willst, dann klickst du hier. Wenn du wissen willst, wie man Wirtschaftsmathematik erfolgreich und mit Spaß studieren kann, dann klickst du hier.